Ihnen versprochen, mal die Urkunde vorzulegen. Da heißt es, Frau Christina Amschler wird im Studienjahr 2010-2011 mit einem Stipendium gefördert. Die Gesellschaft der Förderer des Sprachen- und Dolmetscherinstituts e.V. anerkennt damit ihre herausragenden Leistungen während des Studiums am Sprachen- und Dolmetscherinstitut München. München, den 25. November, unterzeichnet vom Schatzmeister der Gesellschaft und von mir. Frau Amschler. Okay. Frau Jones ist alleinerziehende Mutter, deswegen hier. Frau Niederstrasser. Und dann habe ich noch die Frau Zahn. Dann kommt die Gruppe. Dann kommt die Gruppe der FHK-Studierenden, Frau Fischer, Frau von Kreninger-Guggenberger, Frau Laudi, Frau Malik, Frau Mangesius, Frau Meyer, Frau Pfeiffer und Frau Wesselig. Wirtschaftskommunikation machen. Das sind Frau Gerlach, Frau Pfaffel, Frau Piel, Frau Rieger, Frau Sobotta und Frau Stamohl. Thank you.
Die nächste Gruppe in der Hochschule sind die Studierenden, die sich ganz intensiv mit Chinesisch befassen. Und dort haben wir Wirtschaftskommunikation Chinesisch und übersetzte Chinesisch. Aus diesen Bereichen bitte ich zu uns auf die Bühne die Frau Barth, Frau Chan, Herr Lin, Frau Mori und Frau Petermann. Und heute PA. Und natürlich ein besonderer Dank gilt meinen Dozenten, die mich unterstützt haben und auch ermutigt haben, immer weiterzumachen. Aber heute und besonders jetzt möchte ich die Gesellschaft der Förderer des SDI danken, die mich 3 Jahre lang in Folge unterstützt haben mit einem Stipendium, ohne die ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen bin. Und ich glaube, ich spreche heute für viele, viele andere Stipendiaten. Sie haben gesehen, dass manche Stipendiaten schon bei unseren Feiern gleich mitmachen. Das sind Mitarbeiter, Hilfskräfte, Stipendiaten. Wir sind einfach eine große Familie und wir finden es unheimlich toll, dass die Stipendiaten mitmachen, weil sie sehr viel Kreativität ins Haus tragen. Und dafür sind wir sehr dankbar.